die Siedlung rein! Ich lass den Hübschen nicht zurück! Los! Der Winddamm ist zu! Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran! Mist! Wir müssen über den Zaun drüber! Und wie? Hier ist kein Tor! Dann müssen wir ihn einreißen! Ha! Hat geklappt! Und jetzt zum Kran! Los! Was für Blitzgewitter! Lass uns nicht davon erwischen! Hier sollten wir sicher sein! Ah ja? Wie sicher ist sicher? Nicht sofort tot! Verdammte Scheiße! Jemand verletzt? Hat Kate noch ihren Hut? Ha, gut, gut. Hey, Hübscher. Du bleibst hier und... Also, ihr Ausreißer. Habt ihr bei diesen großen Chorwänden auch Heimweh? Wow, schon wieder dieser Ausreißer-Blödsinn? Du weißt, dass wir dich eigentlich nicht brauchen, hm? Rainer, Dell und mich beauftragt, nicht dich. Sorry, Superhelm. Wo sie hingeht, gehe ich auch hin. Ich brauche keinen Babysitter-Onkel. Dann nenn mich Begleitperson. Vielleicht nenne ich dich Schnapsnase. Oh, du willst es wohl echt wissen, Kleiner. Onkel, du wirkst ein wenig betrunken. Ich bin sogar ziemlich betrunken. Okay, Chorsiedlungen werden von innen nach außen errichtet, also muss der Fabrikator noch unmittelbar im Stadtzentrum sein. Wir holen ihn und verschwinden. Tja, da drin wird's für Sicherheitsdebis nur so wimmeln. Es gab 6 Monate keinen Non-Con-Überfall. Wir haben das Überraschungsmoment. Einen Roboter überrascht man nicht, Superhirn. Wir haben Dibis gesteuert, schon vergessen. Ah ja? Wie in Siedlung 2? Hm. Hey, das war nicht Ihre Schuld. Du hast größere Probleme als dein Dickkopf, Jungspund. Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also, Abmarsch. Vor 2 Wochen war hier noch Brand. Und jetzt bauen sie schon den äußeren Ring? Naja, ohne Sorge vor Überfällen geht das wohl alles etwas schneller voran. Runter! Beobachter, noch sieht er uns nicht. Dabei bleibt's mit der Augen. Je weiter wir zum Zentrum vordringen, desto mehr Dibis werden an uns kleben. Genau deshalb sollten Dell und ich das allein machen. Wenn wir erwischt werden, kriegen wir Jen schon rum. Ich war 15 Jahre bei der Chor. Äußerst angesehen. Vielleicht sollte ich mal mit Jen über diesen Krieg diskutieren, den sie anzetteln wollte. Oder die andere Option, nicht erwischt werden. Das erklärt, wieso sie so schnell bauen können. Zum Glück war das nur ein Bauer und kein Beobachter. Kein Problem, Oscar. Ich weiß, wie man Beobachter umgeht.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, Scheiße. Hilton werden Sie vom Gelände geleiten. Ich übernehme das. Bürger, Sie sind nicht autorisiert. Ich bin kein Bürger. Ernsthaft? Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde verwehrt. Na gut, greifen wir einfach die Altbewertung. Verlassen Sie das! Wohl eher nicht! Alle legalen Ziele müssen in Gewahrsam genommen werden. Noch ein toter Bot! Wechselt jetzt Position! Klasse! Also wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Vorsicht! Erwischt! Gegner zu und drücken Sie V. Noch ein toter Hirsch! Alle legalen Ziele müssen in Gewahrsam genommen werden. Okay, das war's erstmal. Wie schmeckt euch eure eigene Medizin? Vermisst ihr eure alten Freunde? Onkel, hör doch auf! Achtung, da sind noch mehr! Das sollten alle sein. Sieht jemand sowas wie einen Ausgang? Da vorne ist ein Sicherheitstor. Verschlossen. Wartet, ich muss eine Sekunde nachdenken. Wow. JD, warst du das? Das war ich nicht. Und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Onkel, bitte. Du glaubst auch, die KOR habe die Sturmfronten erschaffen. Na, selbst wenn... Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch, Noncon? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Oh, zum Glück, mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man es auch nennen, wenn man es nicht so genau nimmt. Aber immerhin. Sind wir überhaupt richtig? Okay, wir sind im zweiten Ring. Wir sollten gleich da sein. Bereithalten, da kommen Dibis! Wir sind befugt, tödliche Waffen einzusetzen. Ach,
Treffer! Weitere Divi zerstört! Das muss reichen. Da vorne ist das Bauzentrum. Wir sind fast da. Untersuche potenzielle Ziele, solche Waffen haben. Weitere Hirten, Scheiße! Verfolger! Ein großer Verfolger! Unrechtmäßige Bunker identifiziert. Greife Ziele an! Mehr Divis! Kommt ruhig her! Er ist tot! Wussten Sie das auf der Stelle? Visiert! Großartig! Verfolger zerstört! Seht mal, das Bauzentrum ist direkt hinter dieser Mauer. Falls die sich nicht zufällig öffnet... Nein, wir müssen einen Weg außenrum finden. Verstehe ich nicht. Die Überfälle wurden auf Befehl meiner Mutter eingestellt. Wozu die ganze Security? Was, hast du etwa keinen Spaß? Okay, gehen wir durch die Entbindungsstation. Oh, muss das wirklich sein? Was? Was ist los? Dieser ganze Babykram. Hast du ein Problem mit Babys? Nein, nur damit, dass mir jeder sagt, ich müsse eins haben. Zurück. Gut, dass er hier gespeichert hat. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Meine Mutter hat mich zum Glück immer von dem ganzen Kram ferngehalten. Ja, aber es hilft ja nichts. Wir müssen die Gegend neu bevölkern. Ach ja? Kann ich mitmachen? Das ist das Bauzentrum. Wenn Sie dem Protokoll folgen, und das tun Sie immer. Okay, der Fabrikator ist da drin. Und dieser Wartungsschacht ist unsere Eintrittskarte. Worauf warten wir noch? Gehen wir endlich zu der Zugangstür. Naja. Oh. Das sieht schon pompös aus. Du. Achtung, Beobachter! Kontakt! Nicht so voreilig, Jungspunde! Mehr Dibis auftauchen. Du scheuertes Scheißstück. Ja. Da leuchtet eine Sonderwand. Hallo. Windflare. Sammlerstück gefunden.
Jungs! Da kommt eine ganze Ladung Bibis auf uns zu! Ein toter Verfolger! Gute Arbeit, Jungspunde. Können wir jetzt diesen elenden Fabrikator stehlen? Okay. Müssen wir hier rein? Ja. Oh, sieh mal an. Die Corps hat unsere Zugangscodes deaktiviert. Naja, wir sind ja auch Staatsfeinde. Was? Kommt schon, ihr habt nie gelernt, ein einfaches Zugangsschloss zu knacken? Lasst mich mal ran. Aus dem Weg! Das ist hochentwickelte Core-Technologie. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Ihr zwei holt diesen Fabrikator. Wir bewachen die Tür. Ich gehe auch mit. Tust du nicht. Hier draußen ist es sicherer. Die Tür schließt sich, Jungspunde. Kill! Gott verdammt! Okay. Bringen wir das Ding über die Bühne. Yep, unser Fabrikator sollte in einem der Lager sein. Na, theoretisch ist es Ihr Fabrikator. Kapitel 2, rein und aus, ja. Okay, hier ist die Wagensteuerung. Rufen wir den Aufzug und legen los. Sind alle Bauzentren so gewaltig? Ach, die gleiche Größe, die gleiche Form, der gleiche Grundriss. Na schön, dann mal runter zu den Ladebuchten. Del, du bringst uns runter. Kate, du kommst mit mir. Wird gemacht. Viel Spaß da unten, ihr zwei. Wir sind drin. Schick uns runter. Hey. Wir sind nämlich nicht so im Wagen. Gibt's ein Problem? Nein, nein, nein. Ich lerne nur gerade die Steuerung kennen. Ja, und los geht's. Hey, was ist da oben los? Geht der Saft aus? Ich arbeite dran. Alter. Alter. Ich bin die alle freikommen. Hey, vielleicht fahren wir einfach weiter, okay? Yep, ich versuch's ja, aber diese Steuerung ist wirklich verwirrend. Oh-oh. Und jetzt? Was zum Teufel machst du da? Tut mir leid, das System hat mich rausgeworfen. Ich musste erstmal den Strom abstellen. Hast du nun die Kontrolle oder nicht? Yep! Glaube ich. Okay, geladen. Del, setz das Ding in Bewegung. Geht klar. Ich kann es kaum erwarten, dieses Ding nach Hause zu bringen und wieder Strom zu haben. Wohl, Lesen bei Kerzenschein ja auch was für sich hat. Das war wohl das Bekloppteste, was du heute gesagt hast. Vielleicht auch nicht. Del, die halten den Aufzug fest! Scheiße! Da muss irgendeine Sicherungssperre aktiviert worden sein! Verflucht! Ich bin schon wieder aus dem System geflogen! Häng dich halt wieder rein! Verfolge im Anmarsch! Halt sie uns vom Leib! Ich hacke mich zurück ins System. Haltet durch, ich bin gleich drin. Du
Bring euch hoch! Die näht hier vorne wie später bitte mit hoch, genau. Ihr schwebt damit so hier. Die kann ich gut gebrauchen. Oh, du machst wohl Witze! Del! Hey! Das ist gar nicht so leicht, Mann! Beeil dich einfach damit! Hürden im Anmarsch! Schließ die Sicherheitstüren! Ich versuch's ja! Ich hab keinen Zugriff! Schön, bis zum nächsten! Ein Einwechselschirm! Noch mehr! Vorarsch! Wer gibt beim nächsten Mal? Ein Kapott gelandet! Nur noch ein Detail. Erste Granate! Noch, die flankieren! Lass sie das auf der Schelle! Del, Statusbericht! Ich hecke mich zurück ins System! Haltet durch, ich bin gleich drin! Okay, ich bin wieder im System. Sucht jemand eine Mitfahrgelegenheit? Ja, bitte! Nein, ich versuche das zu verhindern. Alle legalen Ziele müssen in Gewahrsam genommen werden. Das war unser Stock! Ja, ich weiß! Hier geht's gerade richtig ab! Ich brauche eure Hilfe! Kate, wir müssen ihm helfen! Wir können etwas Hilfe brauchen! Einheit im Kampf! Ach, wer wird beim nächsten Mal? Ziele angegriffen! Das sind zu viele! Noch ein toter Hirte! Ja, die haben mich festgenagelt! Okay. Okay. Alles klar. Ich bringe euch dann mal wieder runter. Yep. Wir können ja euch runterspringen. Das wäre ganz gut. In Ordnung, verschwinden wir von hier. Helft mir mit dem Fabrikator. Hey, fass doch mal mit an. Echt, hey, fass mal mit an. Hey, weißt du noch, was du Rainer über den Fabrikator gesagt hast, Shady? Oh, bitte, erzähl's mir. Rein und raus, leichtes Spiel. Genau deine Worte. Also kann's jetzt nur noch leichter werden. Gehen wir zu Oscar. Der wirklich, wirklich sauer mit mir. Oscar, wir haben den Fabrikator. Hi. Lieutenant, Sie waren fleißig. Ministerpräsidentin, Sie sehen anziehend aus. Genug herumgealbert. Sie kommen mit uns. Die sind neu und bewaffnet. Sind sie?
Und jetzt kommt das Interessante. Im Gegensatz zu Ihnen befolgen Sie Ihre Befehle. Was soll das? Reicht Ihnen der Vorfall in Siedlung 2 noch nicht? Ein äußerst erfolgreicher Einsatz. Das ist heute unsere wohl folgsamste Siedlung. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was? Ich weiß ganz genau, wozu sie ausgebildet wurden. Oh, tschüss. Tschüss. Wovon zum Teufel redet sie denn da? Kein Schimmer. Aber wir müssen von hier verschwinden. Das ist verdächtig praktisch. Ich hätte nicht gehen sollen. Ist schon okay. Offenbar war es drinnen doch sicherer. Hey, Superhirn! Wollen wir da wirklich reingehen? Wir schon, aber bleib du ruhig hier, wenn du willst. Okay, ihr bewacht den Fabrikator. Wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Pass noch auf, das Ding geht hoch! Das ist also Jins neuer Supersoldat, hä? Ziemlich lahm! Ich bezweifle, dass es Sie kümmert, Oscar! Hey, weniger Quatsch, mehr schießen! Wir setzen noch mehr Divis ab! Noch ein großer Mann! Oscar, hilf Dell, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Damit eins klar ist, als du ankamst, hatte ich Jin quasi genau, wo ich sie haben wollte. Genau genommen hast du mich also gar nicht gerettet. Oscar, was ist das? Klar. Jemand eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Oh, Scheiße, sie kommt durch die Wände! Geile Shotgun. Okay. Hier lang! Moni? Hab sie! Höchste Zeit abzuhauen. Weißt du was? Ich muss dir immer öfter recht geben.